Hallo, guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht um das Thema Antichrist. Dieses Thema Antichrist ist ein nicht ganz leichtes, weil manche sagen, dass der Antichrist aus Israel kommen müsse, dass der Antichrist ein Jude wäre. Die Begründung ist die, dass die Juden niemals einen Menschen als Messias anerkennen würden, wenn er nicht auch Jude wäre. Aber in der Bibel gibt es zwei Beispiele dafür, dass das nicht immer der Fall war oder dass das nicht unbedingt eine zwingende Voraussetzung ist. Und zwar einmal haben die Juden gesagt bei der Kreuzigung Jesu, wir haben keinen König, denn den Kaiser. Und der Kaiser war ein Tier aus dem Meer, also kein Jude, ja. Und die Juden bekennen ihn als einzigen König, den sie haben. Also da ist gar nichts mehr mit Messias aus den Juden oder so. Die haben das damals aber nicht gesagt, die haben das geschrien, ja, weil die so fanatisch waren. Und diesen Fanatismus, den erwarte ich für die Endzeit wieder, das ist keine nüchterne Sichtweise der Dinge, sondern das ist hochfanatisch und aufgeheizt. Ja. Und so wird es in der Endzeit auch wieder sein. Und wir haben noch ein zweites Beispiel dafür, als nämlich der Herodes dann irgendwann eine große Rede getan hat, dann haben die Juden gesagt, das ist Gottes Rede, ja, und Gottes Wort, was durch Herodes an uns geschieht. Und daraufhin ist Herodes dann gestorben, ja, auf eine ganz seltsame Art und Weise. Also Herodes war Edomiter, auch gar kein Jude. Von daher haben wir zwei Ausnahmen in der Bibel, die uns deutlich zeigen, dass das keine zwingende Voraussetzung ist, vor allem nicht in so einer verrückten Zeit wie der Endzeit, wo alles drunter und drüber geht. Also die Juden haben bereits zweimal ein Tier aus dem Meer, einmal den Kaiser in Rom und einmal den Antiochus, den Herodes, der Edomiter gewesen ist, anerkannt, ja, als ihren König, ja, als ihren Melech, als ihren Magid, wenn man so will. Also das Argument, dass die Juden unbedingt einen Menschen oder einen heidnischen Herrscher als ihren Messias anerkennen, das ist nicht zwingend gegeben. Die Frage ist aber, es gibt ja nun auch in der Endzeit zwei potenzielle Verführer, das ist einmal der Antichrist und einmal der falsche Prophet. Ja? Und der Antichrist ist das Tier aus dem Meer und der falsche Prophet ist das Tier aus dem Land. Aus dem Land Israel. Ja? Da habe ich auch einige Videos zu gemacht, fehlt mir jetzt aber die Zeit da, das im Einzelnen jetzt hier auch zu erläutern. Aber der kommt meiner Meinung nach nicht aus dem West, wie soll man sagen, dem Land Israel westlich des Jordans, sondern der kommt aus dem Gebiet der ehemaligen Dekapolis, der kommt aus einem Gebiet östlich des Jordans, weil der halbe Stamm Manasse nur nach Israel eingewandert ist. Der andere Teil Manasses blieb ja östlich des Jordan. Und dieses Gebiet der Dekapolis ist deckungsgleich mit dem Gebiet des ehemaligen Stammes Manasse auf der Ostseite des Jordan. Und aus diesem Gebiet erwarte ich das Tier aus dem Land, den falschen Propheten. Also der wäre dann tatsächlich ein Tier aus dem Land. Ja? Aber anders, als wir uns das vorstellen. Ja? Dieser Terminus Antichrist, der kommt in der Bibel nur im Johannesevangelium, im Johannesbrief vor. Ja? Und zwar an drei verschiedenen Stellen, oder genauer gesagt zweimal im ersten Johannesbrief und einmal im zweiten Johannesbrief. Also einmal 1. Johannes 2, Vers 18, da sagt Johannes, Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Wiederchrist, so steht bei mir in der alten Luther, ja, weil Anti kann anstatt Christus oder gegen Christus heißen, ja, Antichrist, ja, und Luther hat hier Wiederchrist übersetzt. Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Wiederchrist kommt, so sind nun viele Wiederchristen geworden. Daher erkennen wir, dass die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Und wegen diesem Vers, sie sind von uns ausgegangen, unterstellt man, dass der Antichrist ein Jude wäre, weil das ja Johannes schreibt, Johannes war ja Jude. Dem folge ich nicht. Ich glaube, dass Johannes sich in erster Linie als gläubiger Christ bezeichnet hat und nicht mehr als Jude. Er hat sich bezeichnet als Jesus-Nachfolger. Ja? Und
das ist das Wir, das er hier verwendet. Ja? Sie sind von uns ausgegangen. Nicht von uns Juden, sagt Johannes hier, sondern von uns Christen ist dieser Wiederchrist ausgegangen. Ja? Von uns, die wir geglaubt haben. Wenn man genau liest, dann steht hier ja, sie sind von uns ausgegangen, im Plural. Ja, die Wiederchristen, die Antichristen. Er sagt, es wird ein Antichrist kommen. Und so wie ihr das gehört habt, sind jetzt schon viele Antichristen geworden, viele Wiederchristen zu seiner damaligen Zeit. Ja? Sie sind von uns ausgegangen, von uns Christen, aber sie waren nicht von uns, sie waren keine echten Christen. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass nicht alle von uns sind. Ja? Da schreibt Johannes nicht, von uns Juden sind diese Wiederchristen, diese Antichristen ausgegangen, sondern von uns Christen. Johannes und auch die Apostel haben sich nicht mehr als Juden bezeichnet, ja? Sondern als Christen verstanden, als neue Kreatur in Christus, als Menschen, die wiedergeboren waren, als Menschen, die in dem neuen Priestertum Jesu Christi unterwegs sind und zu Hause sind und nicht mehr im alten Priestertum von Mose und Aaron. Also das jetzt hieraus abzuleiten, das ist eigentlich in zweierlei Hinsicht nicht in Ordnung. Denn einmal ist hier ja nicht die Rede von dem endzeitlichen Antichristen, sondern von den urchristlichen Antichristen. Ja, und die sind von uns ausgegangen. Also selbst wenn Johannes sich als Jude bezeichnet hätte, muss das nicht heißen, dass der Antichrist, der angekündigt ist in der Endzeit, auch ein Jude wäre. Also das ist in zweifacher Hinsicht nicht belastbar, nicht richtig. Ja? Er schreibt, Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Wiederchrist kommt, Singular, der eine spezielle Antichrist in der Endzeit. So sind nun, also jetzt zu der damaligen Zeit, sind nun viele Wiederchristen geworden. Ja, daran erkennen wir, dass die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Und da meint er ja nicht Juden mit. Ja? Sie sind nicht von uns Juden ausgegangen, aber sie waren nicht Juden, sonst wären sie ja im Judentum geblieben. Das macht ja keinen Sinn, ja, für Johannes. Sondern er meint hier Christen. Ja? Und denselben Ausdruck gibt es dann nochmal etwas später in 1. Johannes 4. Ein jeglicher Geist, der da nicht bekennt, dass Jesus Christus ist in das Fleisch gekommen, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Wiederchrists, von welchem ihr habt gehört, dass er jetzt kommen werde und er ist jetzt schon in der Welt. Also er sagt, der Geist des Antichristen, der ist schon in der Welt. Ja, aber der Antichrist in persona, der ist noch nicht gekommen. Das ist das, was er hier sagt, ja. Ein jeglicher Geist, der da nicht bekennt, dass Jesus Christus ist in das Fleisch gekommen, dazu gehört auch das Judentum, ja. Das ist natürlich eine heftige Aussage hier, aber das ist das Evangelium. Ein jeglicher Geist, der da nicht bekennt, dass Jesus Christus ist und das Fleisch gekommen gehört, der Islam natürlich genauso zu. Ja? Und natürlich auch alle anderen Religionen, aber eben auch das Judentum. Ja? Ein jeglicher Geist, also egal welche Religion oder Nicht-Religion das sein mag, das kann auch ein Agnostiker sein oder das kann ein Atheist sein. Ja? Ein jeglicher Geist, der da nicht bekennt, dass Jesus Christus ist in das Fleisch gekommen, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Wiederchrists, von welchem ihr habt gehört, dass er kommen werde und er ist jetzt schon in der Welt. Also der Geist des Wiederchristen, der kommen wird, der Wiederchrist wird kommen und sein Geist ist jetzt schon in der Welt. Ja? Also dieser Terminus Antichrist ist von Johannes eigentlich in Bezug auf das Christentum beschrieben worden und auf das Bekenntnis Jesu Christi gegenüber. Und er sagt, alle Geister, ja, die bekennen, dass Jesus Christus ins Fleisch gekommen ist, das sind die Geister Christi. Ja, das ist der Geist Gottes, der das bekennt. Und alle, die das leugnen, sind Geister des Wiederchristen. Und zwar ein jeglicher Geist, der das leugnet. Ja. Also dieser Terminus Antichrist ist ein Terminus Technicus, in dem man einfach kurz und knapp zusammenfasst, wer oder was der Antichrist ist. Und ich weiß, dass es da große oder sehr unterschiedliche Meinungen zu gibt, wer der Antichrist wäre. Ja, manche sagen, der Antichrist kommt aus Israel und dann kommt ja noch das Tier aus dem Meer, das ist dann der Diktator aus dem Westen. Und dann kommt auch noch Gog und Magog und dann kommt die Schlacht von Armageddon und all diese Dinge, die werden dann da alle zusammengepackt. Ich bin der Meinung, dass wir in der Endzeit ein Doppelpärchen haben. Ja, und zwar das Tier aus dem Land und das Tier aus dem Meer. Das Tier aus dem Land ist der falsche Prophet. Das ist alles Offenbarung 13, ja. Und das Tier aus dem Meer, das ist der
der Antichrist. Ja. Und der kommt aus einem ganz bestimmten Teil des Meeres, aus dem Meer der Nationen. Meiner Meinung nach kommt er aus Damaskus. Warum? Weil wir im Alten Testament schon diese Konstellation haben, dass aus Damaskus einer kommt. Das war der ehemalige Rezin, ja, in Jesaja 7 und 8. Aber dieser Terminus, der ist stark umkämpft. Ich verwende den auch immer wieder. Ich habe den vor Jahren einfach deswegen verwendet, weil mir überhaupt nicht bewusst war, dass es da auch andere Sichtweisen gibt. Aber vor allem, glaube ich, bei den Brüdergemeinden, ich bin jetzt aber auch nicht sicher, ja, aber es gibt so einige sehr, sehr bekannte Pastoren, die das auch so auslegen, dass der Antichrist ein Jude sein müsse. Ich habe das auch am Anfang meines Glaubenslebens, da habe ich das immer wieder mal so gehört, dass der Antichrist ein Jude sein müsse. Aber relativ früh bin ich eigentlich so der Auffassung gewesen, dass der Antichrist das Tier aus dem Meer ist, weil wir dieses Pärchen haben. Ja? Wir haben den Antichristen und den falschen Propheten. Oder in der Offenbarung steht auch von den beiden das Tier aus dem Meer und das Tier aus dem Land. Und diese Pärchen haben wir auch im Alten Testament. Seba und Zalmunna, Oreb und Seb, Jabin und Sisera und so weiter. Ja? Das sind diese Pärchen, die wir im Alten Testament schon haben. Gibt es auch Video von mir drüber. Und die haben wir im Neuen Testament auch. Und das wird so aufgelöst, weil man da plötzlich jetzt drei Personen sieht. Ja? Mir ist auch schon gesagt worden, dass es zwei Antichristen gäbe. Ja? Also ein Tier aus dem Meer und diesen Herrscher, der aus Europa kommen soll, obwohl Europa in der Bibel überhaupt gar keine Rolle spielt. Ja? Bis auf ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen, aber die in anderen Zusammenhängen da stehen. Also dieses Thema Wiederchrist, wie auch jetzt hier, um das noch vollständig zu machen, im zweiten Brief des Johannes steht in Vers 7, denn viele Verführer sind in die Welt gekommen, die nicht bekennen Jesum Christum, dass er in das Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Wiederchrist. Der Wiederchrist, der Antichrist, ja, das ist die dritte Stelle, die im Neuen Testament vom Antichristen geschrieben ist, und erstaunlicherweise steht das nicht in der Offenbarung oder irgendwo in Daniel sowieso nicht, weil das ja Altes Testament ist, aber es steht erstaunlicherweise nicht in der Offenbarung, sondern es steht in dem ersten und zweiten Johannesbrief. Und wenn man diesen Brief liest, dann glaube ich, kann man zu dem Verständnis kommen, dass Johannes sagt, diese Antichristen, die geworden sind, ja, die sind aus den Anfängen der Nachfolger Jesu gekommen und nicht aus dem Judentum. Und daraus ist überhaupt nicht abzuleiten, dass der Antichrist zwingend ein Jude sein müsse. Sondern ich gehe davon aus, dass dieses Pärchen in der Endzeit kommen wird von politischen Herrschern, die stark okkult belastet sind. Und wenn ich mir das so anschaue, was da an Vermutungen und Aussagen drüber unterwegs ist in der Christenheit, dann habe ich große Sorge, dass, wenn es so weit kommt, dass das überhaupt niemand versteht und auch nicht mehr nachvollziehen kann an der Bibel. Nicht nur deswegen, weil das dann alles so schnell geht, sondern weil das auch alles so anders verstanden wird und die Begriffe so anders belegt sind, als die Bibel das eigentlich sagt, wenn man das mal ergebnisoffen sich auch anschaut. Ja. Viele sagen auch im Internet, dass Israel zerstört werden müsse, damit Jesus nicht wiederkommen kann, unter den evangelikalen Pastoren, ja. Dass deswegen auch der Hass so groß wäre gegen Israel. Das sehe ich nicht so. Ja. Die Juden sagen, es muss ein Tempel gebaut werden, sonst kann Christus nicht kommen. Die evangelikalen Christen sagen, Israel muss am Leben bleiben, sonst kann Christus nicht kommen. Christus kommt dann, wann er will. Ja. Und in der Bibel ist vorhergesagt, dass Israel eine schwierige Zeit bevorsteht und dass das ganze Land entvölkert wird und meiner Meinung nach auch nochmal deportiert wird in eine endzeitliche assyrische Gefangenschaft und eine endzeitliche ägyptische Gefangenschaft. Die gehen nochmal nach Babylon, in Klammern Ägypten, in Klammern Iran, Irak. Das Land wird verwüstet werden und die Verwüstung wird groß sein. Die Verwüstung wird bis zum Ende reichen und es wird ein Gräuel der Verwüstung geben. Das ist jetzt auch alles nicht ganz so unbekannt in der Christenheit. Was in der Christenheit weithin unbekannt ist und was mir sehr am Herzen liegt, ist, dass 360 Millionen Christen weltweit für ihren Glauben an unseren Herrn Jesus Christus verfolgt werden, extrem verfolgt werden. Open Doors schreibt auf ihrer Internetseite, auf dem Internetauftritt, könnt ihr einfach googeln, Open Doors, ja, offene Türen. Und dann seht ihr direkt am Anfang auch schon, dass die Christenverfolgung heute so schlimm ist, wie sie noch nie gewesen ist.
wie sie noch nie gewesen ist. 360 Millionen Christen werden extrem verfolgt, müssen um ihr Leben bangen. Und ich weiß, dass man das nicht gegeneinander aufrechnen darf, aber wenn man das ins Verhältnis setzt zu dem, was jetzt da passiert ist am 7.10. oder wegen mir auch ins Verhältnis zum ganzen Volk Israel, dann ist das, glaube ich, ein Vierzigstel, ja? Ein Bruchteil von dem, was im Moment in Israel passiert. Und die ganze evangelikale Welt ist aufgeregt, ja. Und ein Stück weit kann ich das auch verstehen, ja. Es geht ja jetzt nicht, das irgendwie alles abzuqualifizieren. Es geht ja nicht darum, das gegeneinander aufzurechnen, ja. Wer wollte das denn tun? Man kann Menschenleben nicht gegeneinander aufrechnen. Aber die schiere Zahl und die Aussage von Open Doors, die Christenverfolgung ist so schlimm, wie sie noch nie gewesen ist, ja. Und demgegenüber in der evangelikalen Welt diese ständige gebetsmühlenartige Wiederholung, dass jetzt Israel in so schrecklicher Situation ist, das steht in keinem Verhältnis. In gar keinem Verhältnis. Und ich staune darüber, dass 360 Millionen unserer Glaubensgeschwister in den verfolgten Ländern keine Stimme haben in den Medien. Und da wird bei weitem nicht so ein Aufstand gemacht. Ja? Also vor dem 7.10. war Israel ja auch in schwierigen Situationen, so ungefähr ein Jahr lang. Also 10, 11 Monate, ja, weil die untereinander so zerstritten gewesen sind. Da hat man da auch nichts von gehört. Da war es ganz still bei den Evangelikalen. Hat niemand was zugesagt, weil es nicht in ihre Vorstellung passt von Israel. Weil die glauben, dass Israel halt bewahrt bleiben muss, bis der Messias wiederkommt. Ja? Das sagt die Bibel aber überhaupt nicht. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, dass Israel durch ganz schwierige Zeiten gehen wird. Und der Grund dafür ist ja weithin bekannt. Ja, die haben unseren Jesus Christus abgelehnt. Und ich weiß, dass das ein schwieriges Thema ist, aber warum denn überhaupt? Ja, weil wir dürfen das nicht unterschätzen. Also Gott hat seinen Sohn lieb und er hat ihn gegeben für die Sünden der Welt und ein ganzes Volk hat ihn abgelehnt. Ja, ein Überrest ist auch noch in der Lage und hat aus Gnade an ihn glauben dürfen. Das schreibt ja Paulus im Römerbrief auch. Ja, aber die anderen sind verstockt, sind ausgewurzelt. Müssen erstmal wieder angenommen werden. Was heißt das denn dann anderes, als dass sie nicht angenommene sind? Ja? Dann ist dann die Frage, wer ist denn angenommen? Ja, die an Jesus glauben. Ja, und wenn Israel Christus verwirft, Jesus sagt es ja auch in den Endzeitreden, ja, das sind die Tage des Zorns, denn es wird ein Zorn sein über dies Volk, nicht über mein Volk. Er sagt, über dieses Volk wird ein Zorn sein, dass alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Also das bewegt mich sehr, ja, dass ich das so ganz frontal sage, aber es hilft ja nichts drum herum zu reden, ja, dass bei Israel ein solches Aufheben gemacht wird, während über die verfolgte Gemeinde Jesu, die zu Hunderten von Millionen verfolgt werden, wie das noch nie in der Christenheit gewesen ist, kein Sterbenswörtchen verloren wird. Das wird unsere Schuld und Sünde sein vor Gott, wenn wir vor ihm stehen. Das wird unsere Schuld und Sünde sein. Gott wird fragen, warum habt ihr denn mit euren Glaubensgeschwistern in den islamischen Ländern nicht geholfen? Warum waren die denn nicht Thema? Ja? Und nochmal, ich will das nicht gegeneinander aufrechnen. Ja? Das eine Menschenleben gegen das andere. Was wirklich in Israel passiert ist, das muss man erstmal noch abwarten. Ja? Das muss mal, wenn diese ganze Buttercreme, die darüber geschmiert worden ist, an Medienberichten, wenn das mal alles zur Seite geräumt wird, in der Rückschau, da wird man vielleicht noch einiges sehen, was das alles in einem deutlich anderen Bild erscheinen lässt. Ja, da schweigen ja auch noch alle drüber. Das wird mal so angedeutet, aber dann sagt natürlich auch keiner, will darüber sprechen. Ich will da jetzt auch nicht im Detail drauf eingehen. Was mich nur so bewegt, und das ist, damit möchte ich auch schließen, ja, ist, dass die Gemeinde Jesu so wenig berücksichtigt wird, die verfolgte Gemeinde Jesu, unter uns westeuropäischen Christen, die wir in sehr komfortablen Verhältnissen leben. Ja, wir hatten ein bisschen Probleme, glaube ich, mit einer Spritze und wir haben ein bisschen Probleme mit unserem Geld. Aber was für ein jämmerlicher Vergleich muss das sein mit den Geschwistern im Iran und in Nordkorea und in China und in arabischen Ländern, die bis aufs Blut verfolgt werden, missbraucht werden, Zwangs- und Gruppenvergewaltigt werden, zu Tode gefoltert werden, gezwungen werden, Christus zu lästern. Da hört man gar nichts von. Ja? Man hört von beispiellosen Gräueln da am 7.10. Ja? Und es mag auch so gewesen sein, ich will mich da nicht weiter zu äußern. Ja?
hört man auch von den beispiellosen Gräueln, die in Afrika an Christen verübt werden, ja, von muslimischen und von wahrscheinlich von nicht religiösen Menschen. Die hängen sich brennende Autoreifen um den Hals und lachen sich kaputt darüber. Die steinigen die Christen. Ja, die trinken nicht mehr aus Brunnen, von denen Christen getrunken haben. Und umgekehrt dürfen Christen dann nicht mehr aus islamischen Brunnen trinken in Afrika. Da hört man überhaupt nichts von. Und das ist die große Verantwortung der Christenheit. Und dieses gebetsmühlenartige Einstimmen da in dieser Israel-Hymne, ich habe nichts gegen Israel. Ja? Ich wünsche Israel Glück und Jerusalem insbesondere. Ich wünsche den Juden in Israel, dass sie alle zum Glauben an Jesus Christus kommen. Das ist das Beste, was ihnen passieren kann. Ja? Ich habe auch nichts gegen den Staat Israel. Ich habe auch nichts gegen den Staat Frankreich oder gegen den Staat Amerika oder gegen den Staat Russland. Ja? Ich bin überhaupt nicht politisch. Ich beobachte das sehr stark. Ja? Und meine mich da auch da und dort auch ein bisschen auszukennen. Aber ich glaube, als Christ muss ich nicht für einen Staat sein. Wenn ich für einen Staat sein sollte, hätte ich ja einen. Ja? Wir sollen als Christen an der Seite Christi stehen. Und wir sollen als Christen an der Seite der Gemeinde Jesu stehen. Und das fehlt mir den Medien. Ja, das war auch vor dem 7.10. war das nicht zu hören. Und schaut euch Open Doors an und geht auf die Internetseite und schaut euch da die Zahlen an, schaut euch den Verfolgungsindex an, was passiert mit unseren Glaubensgeschwistern. Was ist denn das in der Presse, dass das niemand bewegt? Was ist das denn bei den Pastoren in den Gemeinden? Wieso hört man da nichts von, auch bei den großen Gemeindeführern? Ja? Da wird überhaupt nichts, das ist voll, als ob das gleichgültig ist. Ja? Der Volker Kauder, der war von der CDU, glaube ich, mal Beauftragter für Christenverfolgung. Aber in den Medien hat man das kaum gehört. Ja, das wird kaum gemeldet. Weder in ARD und ZDF, hier in unseren öffentlichen, noch in irgendwelchen alternativen Medien oder vor allem, und das fehlt mir ganz besonders, in Gemeinden. Ja, da gibt es ab und zu, wird mal Open Doors eingeladen oder die Carmel-Mission oder irgendwelche verstreuten Missionsgesellschaften, die sich mit verfolgten Christen beschäftigen, so wie so ein Feigenblatt, was man da vorhat. Aber jetzt ist Israel ist in aller Munde. Gazastreifen, vorwärts und rückwärts, ja. Und das Überleben Israels ist wichtig dafür, dass der Messias wiederkommen kann. Und der Teufel will Israel zerstören, damit der Messias nicht zurückkommen kann. Nein, das stimmt nicht. Der Teufel will die Gemeinde Jesu zerstören. Und der tut das millionenfach, Dutzende von millionenfach, Hunderte von millionenfach. Und man hört da nichts von. Das ist für mich unverständlich, ja. Gut, jetzt habe ich mit einem ganz anderen Thema geschlossen, wie ich angefangen habe. Ich wollte auch gar nicht so lange eigentlich machen. Mir geht es nur darum zu zeigen, dass dieser Terminus Antichrist oder Wiederchrist, eigentlich Antichrist, das ist ja heute bekannt im 1. Johannesbrief und im 2. Johannesbrief erwähnt wird und nur dort und nicht in der Offenbarung. Und dass da die allgemeine oder sehr häufig verbreitete Meinung sei, dass der Antichrist ein Jude sein müsse. Das ist meiner Meinung nach nicht so. Ich habe euch zwei Gegenbeispiele genannt, den Kaiser in Rom und den Herodes. Und auch gezeigt hier, dass sich, was Johannes hier von den Wiederchristen schreibt, die von ihnen ausgegangen sind, dass sich das nicht auf den kommenden Antichrist bezieht, sondern auf die vielen Antichristen, die vielen Wiederchristen, die damals von ihnen sich getrennt haben und nicht im Glauben an Jesus Christus geblieben sind. Ja. Ich glaube, das ist wichtig auch zu wissen. Und wegen dieser Verfolgung der Christen, also das beschäftigt mich und ich möchte da überhaupt nicht loslassen von, weil das ist eigentlich das Thema, was uns als Christen sehr viel mehr bewegen müsste als alles andere in der Welt. Alles andere in der Welt, ja. Und unverbrüchlich bleiben wir bei unserem Herrn Jesus Christus und nicht bei politischen Staaten, wie auch immer die heißen mögen, ja. Das muss auch klar sein. Und wer den Sohn nicht hat, hat den Vater nicht. Das ist das, was Johannes ja hier auch schreibt. Wer leugnet, dass Christus ins Fleisch gekommen ist, das ist der Wiederchrist. Ja, das ist relativ einfach zu verstehen und das kann man auf den Islam und leider auch aufs Judentum anwenden. Ja? Und mehr aufs Christentum, weil die Christen, und das ist auch ein ganz spannendes Thema für mich, die Christen werden immer mehr irdisch gesinnt. Und weil die nicht mehr geistlich gesinnt sind, weil die geistlich das nicht mehr verstehen können, was in der Bibel steht, deswegen sind die so an dem irdischen Staat Israel interessiert. Ja? Aber die sehen überhaupt nicht mehr die geistliche Perspektive. Ja, wie zum Beispiel, dass Petrus sagt im Petrusbrief, ich muss das einfach nochmal lesen, weil das ist einfach so wichtig.
Er schreibt 1. Petrus 2, Vers 9, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, ihr, die ihr an Christus glaubt. Ihr seid das königliche Priestertum, ihr seid das heilige Volk, ihr, die an Christus glaubt und nicht die, die Christus im Fleisch gekommen verleugnen, ja? Sondern die an Christus glauben, die sind Gottes Volk. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht. Paulus schreibt das an Juden in der Zerstreuung, aber an Juden, die an Jesus glauben. Er schreibt da nicht an orthodoxe Juden damals. Ja? Okay, will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber er schreibt das an Christen. Und er sagt den Christen, ihr seid das auserwählte Geschlecht, ihr seid das königliche Priestertum, ihr seid das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Tugenden des, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr vorher nicht ein Volk waret. Ach so, dann zählen da ja auch Heiden zu, ja, nicht Juden. Ihr wart ja vorher, wart ihr ein Nichtvolk. Nun aber Gottes Volk seid. Warum? Wer war denn vorher ein Nichtvolk und ist jetzt Gottes Volk geworden? Die Christen. Warum? Naja, weil die aus Juden und Nichtjuden bestehen, weil die aus allen Nationen kommen. An die schreibt Petrus hier. Und denen schreibt er, ihr seid Gottes Volk, ja? Die ihr vorher nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und vorher nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Gottes Volk. Gottes Nation. Sind die Christen, die an Jesus Christus glauben. Die sind Gottes Volk und Nation. Und niemand sonst. Ja? Und weil die Christenheit irdisch gesinnt ist, verwechselt sie das Volk Gottes mit dem irdischen Volk des Alten Bundes. Ja? Was überhaupt noch mal seine Berufung finden muss, wenn sie rufen werden, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Wenn Christus kommt, ja, dann werden sie auch wieder Gottes Volk sein, Gottes irdisches Volk fürs tausendjährige Reich. Ja. Aber jetzt ist ein Nichtvolk Gottes Volk, laut Bibel, ja, laut Neuem Testament. Lasst euch nicht verführen. Bleibt im Wort Gottes, bleibt in der Nüchternheit, in der Wahrheit und freut euch einfach mit mir am Evangelium. Jesu Christi, soweit in aller Kürze, euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.